Ja, hallo liebe Freunde, ich bin's euch, Big Mike. Heute kommt ein neues Unboxing von meinen neuen Bluetooth-Kopfhörer, die Mufi BT von Teufel. Die kam gerade eben an und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Unboxing. Bis gleich, ciao. Hi, ich bin's, Big Mike. Hier haben wir einmal das Unboxing von heute, die Teufel Mufi BT Bluetooth-Kopfhörer. Zu der Verpackung selbst. Ist ganz schlicht gehalten. Hier vorne haben wir nochmal das Mufi BT stehen von Teufel. Auf der Seite haben wir nichts. Auf der Rückseite haben wir die ganze Information nochmal, wo es herkommt. Lautsprecher Teufel GmbH, Budapester Straße und so weiter und so fort. Dann haben wir hier nochmal eine Seriennummer. Hier nochmal das Teufel-Emblem. Und auf der Seite haben wir nichts. Jetzt packt man das Ganze aus. Ist noch original verpackt. Dazu nehme ich meine Unboxing-Schere. Joa, ich habe noch kein Messer. Ich hoffe, das ist okay. Und die wird hier geöffnet. Dann nehmen wir das Ganze einmal hier heraus. Ja, zum Vorschein sehen wir halt auch gleich eine schöne Mappe, wo das Ganze drin ist. Dazu gleich mehr. Dann haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung, wie man das Ganze in Betrieb nehmen tut, wie man diese Ohrschützer und die Größen drauf steckt. Und hier haben wir noch immer für die Stöpsel selbst eine Schachtel, wo man das Ganze auch reinigen kann. Das zeige ich euch auch gleich mehr dazu. Hier haben wir einmal im Karton selber so einen Clips für den Pullover oder Pulli oder T-Shirt. Dann haben wir einmal eine Schachtel, wo man halt die ganze Stöpsel drinne hat. Die können wir beidseitig abziehen und dann einfach herausnehmen. Das soll auch gut geeignet sein zum Reinigen mit Flüssigkeit, wenn da mal Ohrenschmalz oder sonstiges dran ist. Einfach hier rein. Dann hier der Deckel drauf. Flüssigkeit rein. Dann der Rest hier drauf schütteln und dann ist das Ganze auch schon bereinigt mit Ohrenschmalz und sonstiges, was ich sehr gut finde. Aber dazu auch mehr Review. Ja, was haben wir denn hier drin? Hier haben wir einmal in der verschiedenen Größen. Das müsst ihr euch selber mal testen, was da am besten passen tut. Das Ganze haben wir hier drei verschiedene Größen, was ich auch sehr gut finde. Dann haben wir einmal noch in der Schachtel selber das Micro-USB-Kabel, was da auch dabei ist. Mal gucken wir mal, wie lang das Ganze ist. Sieht nicht so lang aus, aber naja, das sind ungefähr so 30, 40 Zentimeter. Ist ein bisschen zu kurz zum Laden, aber besser als gar nichts. Das könnt ihr auch gerne euch nochmal länger kaufen, dann habt ihr ein längeres Kabel, aber wer das auch lang tut, kann das auch gerne benutzen, ist kein Problem. Schachtel ist leer. Dann haben wir einmal die Mappe von Teufel selber. Da drin befinden sich diese Bluetooth-Kopfhörer. Auch wieder ganz, ganz schlicht gehalten. Hier vorne haben wir so einen Gumminoppen mit dem Emblem von Teufel drauf. Hier haben wir Stoff. Auch hinten Stoff. Ja, dann machen wir das Ganze auf. Dann kommt zum Hervorschein ein Gummi-Case, wo das Ganze gummiert ist und wo die auch diese Teufel-Wempster Kopfhörer drin sind. Auch wieder hier oben haben wir das Ganze mit dem Teufel-Aufschrift. Hinten wieder mit dem Teufel-Logo. Und hier sind einmal die Kopfhörer drin. Das Ganze können wir gerne mal herausnehmen. Dazu könnt ihr das gerne hier entwickeln. Ja. Müssen wir mal gucken. Einfach ganz, ganz vorsichtig hier oben rausnehmen. Und dann können wir das so gerne entwickeln, das Ganze. Das ist auch sehr gut Spritzwasser geschützt. Ja, hier haben wir die Teufel Bluetooth-Lautsprecher. Das sind hier außen aus leichtem Metall. Auch wieder schön mit dem Teufel-Logo versiert.
Ja, das Ganze soll sehr gut gehen mit dem iPhone oder dem iPhone 7 Plus oder 7. Das hat ja auch keinen 3,5 Klinkenstecker mehr, da habe ich mir es auch gekauft. Das Ganze hat auch ein Mikrofon verbaut. Und da haben wir hier auch die lauten Leise-Taste, die Mute-Taste, also für Stopp und Wiedergabe des Musiks. Hier neben haben wir den Anschluss für den Micro-USB-Anschluss, dass man die Heated auch laden kann. Wenn ich das mal aufkriegen würde, wäre gut. Hier neben. Was halt nicht so gut gelöst ist, ist halt hier mit dem Gumminoppen. Mal gucken, wie lange der dieser hält, weil der ist ziemlich locker. Aber wenn man vorsichtig damit umgeht, dann klappt das auch alles. Ja, preismäßig liegen diese momentan bei 119 Euro bei Teufel Direkt. Den Link werde ich euch in die Videobeschreibung packen. Je nach Hersteller kann das auch variieren mit dem Preis. Dies ist IP, 65 geschützt, also staub- und wasserfest Zinse. Auch dazu mehr im Review, wie ich das mache. Ich werde das mal ganz mal testen, eine Woche lang, wie der Akku hebt und wie lang die Ladezeit auch ist, weil Teufel verspricht innerhalb von 2 Stunden, dass das Ganze völlig komplett geladen ist. Dazu möchte ich mir selber gerne ein Bild machen, weil viel wird ja versprochen und nicht eingehalten. Und Teufel ist eigentlich zuverlässig bis jetzt, weil ich habe auch das Ganze, den Teufel Bamster Pro, und die Angaben stimmen auch. Und dazu teste ich das Ganze mal eine ganze Woche lang und werde euch dann auch berichten, wie die Soundqualität ist von dem Ganzen. Und wie der Akku, wie lange der heben tut, wie die Bedienung ist. Und ja, das war das Ganze zum Unboxing von den Teufel BT Move. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Und wir sehen uns dann zum Review. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und das Ganze ist kostenlos. Abonniert mich. Gibt meine Accountdaten oder Links, könnt ihr gerne weitergeben an Freunden, wenn es euch interessiert hat und so. Ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer GG Big Mike. Ciao. Damn it. All eyes on me. All eyes on me. Damn it.